Lass uns mal aufschlagen zum Matthäus Evangelium Kapitel 6. Wenn du letzte Woche schon da warst, ist das eine bekannte Schriftstelle für dich. Wenn nicht, hörst du es heute Morgen zum ersten Mal. Matthäus Kapitel 6. Da spricht Jesus darüber, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Und da fängt es schon in Vers 24 an, eigentlich sogar schon in Vers 19. Haben wir aber nicht die Zeit dazu, lesen wir nicht alles, ist auch gar nicht mein eigentlicher Punkt. Da geht es darum, dass du nicht materialistisch in erster Linie denken sollst, nach Essen und Trinken streben und nach materiellem Reichtum, dann ist es ein Kennzeichen der Heiden. Du als Christ solltest eine Dimension in deinem Leben haben, die mehr ist als nur materialistisch, eine geistliche Dimension in deinem Leben. Okay, deswegen sparen wir uns jetzt den ganzen Diskurs, den Jesus bringt. Wir lesen nicht über die Vögel, die Gott versorgt, ohne dass sie säen und ernten. Wir predigen über Saat und Ernte. Wir sagen, du sollst gute Taten tun, damit du dann gute Taten ernten tust. Galater Kapitel 6. Oder auch an anderen Stellen, 2. Korinther Kapitel 9. Da heißt, säe Finanzen ins Reich Gottes und du wirst zur gegebenen Zeit ernten. Aber jetzt kommt der Herr an und sagt, hey, schaut euch die Vögel an. Die säen nicht und ernten tun sie auch nicht. Und Gott versorgt sie trotzdem. Ich meine, versteht ihr, vom Theologischen stehen die Vögel voll auf dem Schlauch. Die wissen das nicht, Saat und Ernte. Und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht essen, was die essen. Ne, Könner, Würmer, Raupen und so Zeug. Ist es draußen kalt und nass, fütter die Vögel, sie dienen dir dann mit Raupenfraß. Muss erst mal draufkommen, ne? Wo waren wir jetzt hier? Okay, Jesus hat dann weitergeredet, er hat über die Lilien auf dem Feld gesprochen. Er hat gesagt, schau die Lilien auf dem Feld an. Die ziehen sich nie an und schauen trotzdem gut aus. Versteht ihr, das schöne Gewand der Lilien auf dem Feld, ich meine, die Lilien in Israel, die sind jetzt nicht die Gartenlilien, die Hochgezüchteten, die dann es geschafft haben, ins Wappen der französischen Könige zu wandern. Versteht ihr, das sind jetzt nicht dieselben Lilien. Die Lilien am Feld, das sind so die Lilien halt, ihr wisst schon, so. Nichts Besonderes, das sind die Allerweltslilien und nicht die richtig gezüchteten Kaiserlilien und was es dann alles gibt. Aber was machen die, damit sie so schön ausschauen? Nichts, gar nichts, die stehen einfach in der Gegend rum und wachsen. Und trotzdem begleitet Gott sie. Jesus sagt also, Leute, ihr macht euch Gedanken über dies und das und jenes und das und dies und noch was und ihr verpasst. Ihr verpasst das Eigentliche im Leben. Ihr werdet nicht verhungern, sagt Jesus hier mit meinen Worten. Und ihr werdet auch immer irgendwie was zum Anziehen haben. Okay? Es ist nicht so, es sei denn, eine Hungersnot kommt ins Land und dann verhungern alle. Aber im Normalfall ist es nicht so, dass man verhungert. Es gibt vielleicht einmal ein Jahr ohne Ernte oder ohne gute Ernte, aber dann hat man auch vom vorletzten Jahr und überhaupt, dann ist es ja nicht überall auf der Welt, Missernte und so weiter. Also macht mal langsam, sagt Jesus. Ihr verkürzt euer Leben und ihr werdet nicht wirklich gute Tage sehen, wenn ihr euch rein aufs Materielle fixiert, sagt Jesus. Und jetzt kommt er dann mit dem Geheimnis in Vers 33. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, der ganze materielle Sums, das, was ein natürliches Leben angenehm macht, das fällt dir irgendwie so zu. Wenn du Jesus im Mittelpunkt deines Lebens hast, dann fällt dir das Auto, das du brauchst, um von hier nach da zu kommen, irgendwie einfach zu. Plötzlich ist es da. Dann fällt dir, hört mal zu, dann fällt dir ein Ehepartner irgendwie einfach zu. Du gehst da für Bibelschule und eigentlich um was über Jesus zu lernen und im nächsten Moment stellst du fest, du hast jetzt eine Freundin, die dir irgendwie da die du da getroffen hast, zufälligerweise, das war jetzt irgendwie nicht, du bist nicht auf diese Schule gegangen, auf Brautschau, sondern eher auf Jesus schau und jetzt plötzlich hast du doch eine. Wie ist das jetzt zugegangen? Ja, ich weiß von einem Missionar, der nach Deutschland kam, der Larry, den kennt ihr, der eine oder andere kennt den, der ist nach München gezogen und hat sich gedacht, so Herr, was mache ich jetzt? Du hast mich nach Deutschland berufen und jetzt stehe ich hier. Das nächste, was war, ein reicher Geschäftsmann hat ihm ein Auto geschenkt, überlegt euch das mal. Das ist immer nur mit dem BMW rumgetuckert. Ich habe in seiner Zeit in den 80er Jahren irgendwann mal ein bisschen übersetzt.
War super. Alles, was du mit dem Larry anstellst, ist ein Erlebnis und ein Abenteuer. Ja, der muss das nicht planen, das passiert ihm einfach. Du denkst dir, Larry. Es war gut, dass ich immer dabei war, ich habe dann immer die Situation gerettet. Vielleicht. Vielleicht hat ja er auch bloß einfach ein bisschen Pep in mein Leben gebracht. Das kann ja auch sein. Okay, wir waren auf Malta miteinander und ich sage euch, ich muss jetzt weitermachen hier. Auf Missionsreise. Naja. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles, all dies wird euch hinzugefügt werden. Essen, Trinken, Klamotten, all die Dinge, ein Beruf, der dir gefällt und so weiter und so fort, wenn du jetzt nicht weißt, was du machen sollst. Wenn du gute Tage sehen willst, und es wird heute eine ziemlich grundsätzliche Botschaft, dann muss Jesus der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens sein, um den sein Leben sich dreht wie eine Tür in der Angel. Wenn das der Fall ist, dann wird es gut. Wenn du einer von denen bist, die nebenbei Christen sind, wenn du auf dem Geschäftsempfang bist, ja, dann bist du der Manager so und so oder der Mitarbeiter hier und das und du hast einen Lieblingssportverein, über den redest du, FC Bayern oder die Nürnberg oder was auch immer und du hast irgendwelche, ein Hobby oder was auch immer und darüber redest du und irgendwann merkst du dann an, dass du halt auch noch irgendwie sonntags in eine Kirche gehst. Und das war es dann aber auch schon mit deiner Äußerung, mit deiner, dass du dich als Christ zu erkennen gibst. Möglicherweise ist das ein bisschen zu wenig. Möglicherweise musst du dafür bekannt sein, dass du ein Christ bist. Du sagst, ja, aber dann schauen die mich vielleicht komisch an. Ja. Dafür bist du auf der Welt. So wie Jesus auch, dass du von manchen Leuten, nicht von allen, aber von manchen Leuten komisch angeschaut wirst. Schaut, es gibt Leute, ich komme ins Zimmer hinein und die machen so. Glaubt ihr im Ernst, dass mich das bekümmert? Nicht im geringsten, im Gegenteil. Wisst ihr, was Petrus darüber sagt? Freut euch, wenn euch sowas passiert, denn der Geist der Heiligkeit und Gottes ruht auf euch. Das ist mir viel wichtiger, beim Herrn populär zu sein, als bei manchen Gesichtern auf der Welt hier. Tracht zuerst machen Reich Gottes. Wir sprechen über diese Dinge immer wieder mal. Wir haben letzte Woche auch darüber geredet, was das Reich Gottes überhaupt ist. Weiß es noch jemand? Römer Kapitel 14. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Haben wir schon darüber geredet, müssen wir jetzt nicht mehr machen. Müssen wir jetzt nicht mehr machen. Nein, ich schaue da jetzt nicht mehr zurück. Lasst uns mal den Prediger aufschlagen. Es ist ein Buch, das man fast nie liest in Gemeinden wie unserer. Wir sind das christliche Glaubenszentrum. Wir wollen, dass der Geist des Glaubens Raum greift, nämlich die Wahrheit, dass Gott Gebet erhört, dass Glaube Berge versetzt, dass gute Dinge passieren im Namen Jesu, dass Jesus dasselbe gestern ist, heute und in Ewigkeit, dass Gott gnädig ist und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, diese Dinge verkünden wir in erster Linie, nicht wahr? Aber manchmal müssen wir auch über diese anderen Dinge reden. Schaut, es gab einen Mann, der alles hatte, der schön war, reich war, berühmt war, der genug Geld hatte, um sich jeden Wunsch, den er hatte, selber von den Lippen abzulesen im Spiegel. Okay, der seinen Augen nichts vorenthalten hat, wie es das Wort Gottes sagt. Ich dachte mal, Salomo. Versteht ihr, die Leute kommen nämlich auf alles Mögliche. Und der hat dann sich gedacht, ach, der hat sich alles gegönnt und nichts vorenthalten. Der hat mit Wein seinen Leib gelabt. Und der hat, wie es so heißt, irgendwo die Vergnügungen der Menschenkinder, Doppelpunkt, Frau und Frauen, hat er genossen. All diese Dinge hat er erlebt und hat er sich zu Gemüte geführt. Ich sprach in meinem Herzen, das ist jetzt Kapitel 2, wohlan, denn versuche es mit der Freude, genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Also Hedonismus befriedigt nicht wirklich, hat der größte Hedonist aller Zeiten festgestellt. Und ich lese vielleicht einfach mal im Kapitel 1 die ersten berühmten Verse ab Vers 2 hier. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Wenn du eine alte Übersetzung hast, da steht drin Eitelkeit. Eitel, alles ist Eitelkeit. In anderen Worten, Nichtigkeit, alles ist nichtig.
Nichts tönt wirklich auf Dauer. Alles ist irgendwie nach einer Zeit. Welchen Gewinn hat der Mensch mit all seinen Mühen, mit denen er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt und eine geht, die Erde aber besteht in Ewigkeit und so weiter. Ich richte mein Herz darauf, Weisheit zu erforschen und alles zu wissen, also jetzt als Wissenschaftler intellektuell voranzuschreiten. Wunderbar, spitze. Aber ich sah, dass all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit, Vers 14. Und so weiter. Und so stellt also fest, weder Wissenschaft macht wirklich zufrieden, weder Hedonismus macht wirklich zufrieden. Ständig Karneval in Rio feiern ist auch nicht wirklich gut. Wenn wir keine geistliche Dimension in unserem Leben haben, dann ist es alles nichtig. Dann ist es alles nicht wirklich befriedigend. Und Jesus sagt, Leute, trachtet nach dem Reich Gottes und all der Rest, all dieser andere Friede auf der Welt, Freude, Eierkuchen, Genuss und alle diese Sachen, die kriegst du so obendrein als Dreingabe. Du kommst nicht zu kurz, wenn du Jesus an erste Stelle stellst. Es heißt jetzt nicht, dass dein Leben immer leicht sein wird. Im Gegenteil. Im Gegenteil, meine Damen und Herren. Eigentlich ist das Ziel meiner Botschaft, ich lasse die Katze jetzt einfach aus dem Sack. Okay? Das Ziel meiner Botschaft ist eigentlich, dich ein wenig leidensfähig zu machen und leidenswillig zu machen. Leidenswillig zu machen. Heute Morgen möchte ich, dass du ein bisschen leidenswillig wirst. Nicht immer gleich den Kopf einziehst, wenn du mal ein bisschen Gegenwind kriegst. Ich weiß, wir alle sind wie das Wasser. Das Wasser sucht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Versteht ihr? Das Wasser läuft immer von oben nach unten, nie von unten nach oben, es sei denn mit Energie durch eine Pumpe. So ist der Mensch halt einfach. Aber der Christenmensch ist anders. Der schwimmt auch ab und zu gegen den Strom. Sag mal jemand Amen. Sag mal nochmal Amen. Da war jetzt doch ein bisschen Überzeugung dabei. Das hat jetzt richtig gut getan, meiner Seele. Okay. Du sagst jetzt, ja gut, ich will ja nach dem Reich Gottes trachten, aber wie mache ich das? Ich kann jetzt irgendwie nicht meinen Beruf einfach aufgeben und nach Afrika gehen oder nach Asien oder sonst was. Versteht ihr, mein Leben richtig hinlegen, dass es jeder sieht? Das ist ja gar nicht notwendig. Denn, und vielleicht nennen wir diese Botschaft heute Morgen so, Gott benutzt dich, wo du bist. Wir haben schon mal darüber geredet, dass es Stufen gibt beim Herrn. Es gibt den Punkt, wo du genau im Willen Gottes bist, wie zum Beispiel Jesus, als er am Kreuz hing. Das war der Moment, als er genau dort war, wo der Vater ihn haben wollte. Das war der größte Moment seines Lebens. Aber auch Jesus hat einen Anlaufweg. Okay? Am Anfang war es so, dass er ganz normal an Weisheit und Gunst zunahm bei Gott und den Menschen. Jesus ist gewachsen. In anderen Worten, er hat mal dies gemacht, mal das. Das hat Gott nicht so gut gefallen. Andere Sachen haben ihm besser gefallen. Er wuchs, sogar Jesus wuchs in Gunst bei Gott und Menschen, heißt es. Wenn sogar Jesus gewachsen ist, das bedeutet, dass sogar Jesus immer näher an den perfekten Willen Gottes hingegangen ist. Warum soll es dann dir anders gehen? Nicht alles, was du tust, findet Gott super. Aber er findet auch nicht alles, was du tust, schlimm oder schrecklich. Nur weil es unspektakulär ist. Ich möchte, dass wir ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, dass, wenn ich im Willen Gottes bin, das spektakulär ist. Allerhöchstwahrscheinlich ist es für die allermeisten von uns die meiste Zeit nicht spektakulär, wenn wir im Wort Gottes sind. Wir sind nicht nur dann im Wort Gottes, wenn wir einen Gelähmten aus seinem Rollstuhl rausziehen unter der Kraft Gottes oder irgendwie sowas. Das wäre zu wenig. Passiert, aber viel zu selten. Ja, Gott benutzt nicht jeden so. Dann gibt es den guten Willen Gottes, es gibt den wohlgefälligen Willen Gottes und es gibt den vollkommenen Willen Gottes. Na, du hast viel Vollmacht und Autorität über dein Leben, wie du dein Leben gestaltest. Du musst immer wieder Gott fragen, Herr, gefällt dir das? Was ich da tue. Du musst schon nach dem Willen Gottes fragen, aber vor allem musst du einfach jeden Tag schauen, ihn in dein Leben einladen. Du kannst nicht jeden Tag aufstehen und eine halbe Stunde mit verbringen, Herr, was soll ich heute machen, was ist dein Wille für mich? Du musst auf die Arbeit gehen, du musst abwaschen, du musst die Kinder in die Schule fahren, du musst alle diese Dinge tun. Ja, das ist der Wille Gottes für dich. Das sind diese Alltagssachen, die der Wille Gottes sind in dem Moment für dich. Das vielleicht jetzt schaut nicht besonders geistlich aus, aber du lädst Jesus ein in dieses dein tägliches Leben. Herr, helf mir bei der Kindererziehung. Ich stelle fest, dass ich viel zu leicht grantig werde oder viel zu leicht laut werde. Ich nehme mir Freiheiten meinen Kindern gegenüber raus, die ich mir einem Erwachsenen gegenüber nie rausnehmen würde. Herr, helf mir, da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Du brauchst den Herrn da. Hat es schon mal jemand gemerkt, einer von euch, der Vater oder Mutter ist? Meine Güte, natürlich.
So laden wir Jesus ein in diese Welt, in unsere Welt hier, und dann macht er schon. Schau, wir denken immer, es ist immer ein ständiges Streben und ein ständiges die Antenne ausfahren. Herr, was soll ich machen? Ist gar nicht so. Leb einfach dein Leben. Gott weiß, wo du bist. Er weiß, wo du wohnst. Und wenn du in der hintersten Wüste bist und seit 40 Jahren lang jeden Tag dasselbe gemacht hast, Schafe gehütet wie Mose, wenn Gott was von dir will, hey, hallo, er ist Gott. Es ist nicht möglich, dass du dich vor ihm verstecken kannst. David sagt im Psalm 139, wenn ich in die Flügel der Morgenröte nehme nach Fernasien, versteht er, nach Fernost fliegen würde, du wärst da. Wenn ich in den Scheol, ins Totenreich hinabsteigen würde, da wärst auch du. Du kannst Gott nicht irgendwie verpassen, das ist der Ding der Unmöglichkeit. Wenn du es einmal tust, dann kommt der Herr halt nochmal und klopft nochmal an und sagt, hallo, ich bin immer noch da. Gott hat, und er kriegt auch deine Aufmerksamkeit, garantiere ich dir. Frag mal Mose. Frau, Mose ist durch die Wüste geschlappt wie jeden Tag die letzten 40 Jahre. Er hat eine Ehe geführt mit der Zipora, die ihn später verlassen hat. Ja, das können wir alles lesen, die war nicht besonders glücklich. Und dieses Leben als Hirte für einen Menschen wie Mose mit der intellektuellen Begabung und so weiter, wie der sie hatte, das war der letzte Witz. Aber er hat es trotzdem gemacht. Jeden Tag ging er auf seine, hat er die Herde durch die Wüste geführt. Und eines Tages, als Gott dann was von ihm wollte, ist ein brennender Dornbusch erschienen. Und Mose hat sich gedacht, da muss ich doch jetzt mal schauen. Das knistert und kracht, aber da verbrennt nichts. Muss doch mal schauen, was das für ein großes Gesicht ist. Dann ist er hin und der Rest ist Geschichte. Oder wenn du derjenige bist, der in deiner Familie einfach der Unbeachtete ist, derjenige, den man immer ein wenig belächelt, der vielleicht ein Ausrutscher vom Papa war. Versteht ihr? Der dann jetzt adoptiert worden ist, weil die Frau, mit der er den gezeugt hat, die ist so abgedreht, die kommen nicht irgendwie, die ist nicht vorzeigbar. Ist auch nicht die eigentliche Mutter von den anderen. Schon von der ganzen Hautfarbe und so weiter her ist der anders. David zum Beispiel war rötlich, versteht ihr, im Gegensatz zu den anderen. So, den drückt man also ab auf die Weide wieder, zu den Schafen. Ein paar Schafe in der Wüste, da in der Wüste Juda diesmal, da kann er dann bleiben. Und was macht David? Er betet, er singt, er studiert und er hält sich mit Gott. Ja? Er konnte die Bibel ja nicht lesen, er musste die Natur lesen und daraus seine Schlüsse auf Gott ziehen. Und eines Tages kam ein Mann namens Samuel an und hat David hereingebeten ins väterliche Haus, vor seine ganzen Brüder hingestellt, vor dem Papa und vor die Mutter. Und hat dann gesagt, der ist derjenige, den Gott erwählt hat. Das ist der nächste König Israels. Hat einen Salbhorn mit Öl ausgegossen, dass es nur so getropft hat, versteht er? Und dann haben sie alle geklotzt. Was ist mit mir? Ich kann es doch viel besser. Ich schaue doch viel besser aus und so weiter. Aber vielleicht schaut Gott auf manche Dinge so nicht. Die sind dann schon alle was gewonnen unterm David, seine Brüder. Die haben dann schon alle irgendwie einen Job gekriegt. Okay, und auch die Verwandten von ihm, die waren schon beschäftigt. Aber er war der König. Derjenige, versteht er, den niemand irgendwie auf der Liste hatte. Der ist zum Schluss benutzt worden. Gott weiß, wo der gewohnt hat. So, mein Vorschlag ist also, wenn du dich unspektakulär fühlst, dann tu einfach, was zu tun ist. Lad Jesus ein in dieses Leben, das du führst, in dieses Unspektakuläre und erwarte, dass er dich in dem, was du tust, segnest. Du musst die Dinge mit ihm und für ihn natürlich tun. Schau, die Sache ist die, lass mich mal so sagen. Du bist geboren worden, lebst in unserer Zeit, tust, was du tust, nicht um deiner selbst willen. Wenn du eine gehobene Position einnimmst, dann nicht, weil du so doll bist. Wenn du Einfluss hast, verstehst du, dann nicht deswegen, weil du irgendwie so hammermäßig gut bist. Da gibt es vielleicht bessere als dich, aber du hast den Job bekommen, weil Gott dich dort wollte. Sei doch noch da. Na, du sagst, hey, Mann, ich bin so ein toller Hecht, ich habe hier Millionen gescheffelt. Hey, es ist Gott ein leichtes, irgendwem zum Millionär zu machen. Ich habe neulich von einem Typi gelesen, einem Herrn namens Zuckermann, der ziemlich abgebrannt nach New York gekommen ist, dort, also schon vor Jahren jetzt, ja, in den 70er, 80er Jahren, der dort als einfach ein ziemlicher Niemand begonnen hat, als Immobilienmakler aufzutreten. Der hat ein paar Grundstücke gekauft und wieder verkauft und war innerhalb kürzester Zeit Milliardär. Versteht ihr, das ist eine glückliche Fügung gewesen, dass der das hier und da gekauft hat und plötzlich war er dann so reich. Ich weiß von Leuten in Midland, Texas, da ist der George Bush geboren worden. Also der Senior hat dort gewohnt und der Junior ist dort aufgewachsen. Das ist eine sehr christliche Gegend, muss man dazu sagen. Da haben sie Öl gefunden, das ist eine Ölbohrerstadt in der Wüste.
plötzlich ein Cowboy, versteht er, auf seinem Fleck neben seiner Ranch da bohrt, lässt bohren und tatsächlich haut seine Fontäne Öl raus. Und er verkauft diese Ölquelle dann für 250 Millionen Dollar. Dann lässt er vom anderen Ende von seinem Feld nochmal bohren und dann verkauft er diese Ölquelle für 350. Innerhalb von, was weiß ich, 3-4 Jahren ist der Milliardär. Leute, können wir doch, ihr könnt doch nicht sagen, dass das irgendwie Brillanz von dem ist. Nicht jeder ist ein Bill Gates, der programmiert und dann, versteht er, auf geschäftstüchtige Art und Weise zum Millionär wird. Manchmal ist das einfach eine Fügung Gottes. Und dann macht er das nicht, weil du so doll bist und weil er dich so spitzenmäßig findet, sondern damit du das Evangelium finanzierst. Ah. Die Sache ist nämlich die, schau, er kann dich einsetzen und er kann dich auch wieder absetzen. Und wenn du erkennst, dass du ein Rad im Getriebe bist, nicht mehr und nicht weniger, ein wichtiges Rad im Getriebe, in einem wichtigen Getriebe, nämlich im Reich Gottes Getriebe, dann tust du dich vielleicht mit deinem Schicksal versöhnen. Ja? Sei doch noch da. Tja, du bist eigentlich Teil einer Armee, einer göttlichen Armee. Und in jeder Armee gibt es Soldaten und jeder in so einer Infanteriegruppe jetzt da, der hat seine Aufgabe. Okay, der eine ist der Schütze, der andere ist der Grenadier, der andere ist der Scout, wie sagt man, derjenige, der halt vorne wegläuft und schaut, ob alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. Und das ist alles aufeinander abgestimmt. Oder im Flugverkehr, schau, es kreuzen so viele Flugzeuge, manchmal, wenn du in den Himmel schaust, siehst du nur noch weiße Striche, ist euch das schon mal aufgefallen? Von den ganzen Flugzeugen. Da gibt es dann die Fluglotsen, schau, die dann sagen, wo du hinfliegst. Und wenn du jetzt in deinem Flugzeug drinnen sitzt am Steuerknüppel und der Fluglotse sagt, hey, geh 5 Grad nach oben für 2 Minuten, dann sagst du, wieso? Keine Lust, ich gehe 2 Grad nach unten, einfach weil ich will. Ja? Dann kann es gut sein, dass du verunglückst. Du siehst nicht alles, was um dich herum geht. Wenn du ein Pilot bist, der im Cockpit sitzt und du schaust raus, dann siehst du vielleicht relativ wenig. Du weißt nicht, dass da gerade Tornado-Piloten mit Überschallgeschwindigkeit unter dir kreuzen. Du musst jetzt aus denen in ihrer Bahn raus und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? So Dinge. Manchmal wissen wir nicht immer alles genau. Müssen wir einfach trotzdem weitermachen. Du bist hier unten auf der Welt nicht, um dir selber zu leben, sondern um in einem wesentlich größeren Projekt als deinem Leben mitzuarbeiten, nämlich am Reich Gottes hier unten auf der Erde. Und es ist wichtig für dich, dass du das weißt. Denn wenn du denkst, dass du einfach nur dir selber lebst, dann bist du chronisch unzufrieden mit deinem eigenen Leben. Denn du könntest dich immer noch ein bisschen mehr amüsieren, verstehst du? Der Urlaub könnte immer noch ein bisschen besser laufen. Dein Mann könnte immer noch ein bisschen freundlicher sein, deine Frau immer noch ein bisschen schöner ausschauen, deine Kinder immer noch ein bisschen besser erzogen sein und so weiter und so fort. Du bist nie wirklich zufrieden. Wenn du nicht weißt, hey, Gott hat seine Hand über dem Ganzen. Wenn du denkst, dieses Leben ist alles, oh du meine Güte, dann ist Depression und Verzweiflung vorprogrammiert. Völlig unnötig. Wenn du Tendenzen in diese Richtung hast, dann wach auf heute Morgen. Du kannst ja keine Depressionen leisten und so Zeug. Aus einem ganz einfachen Grund. Gott braucht dich noch. Schnaufst du noch? Wer schnauft heute Morgen? Ach, die meisten, gut. Manche sind noch unentschlossen. Dann hat Gott noch einen Plan mit dir und er braucht dich. Und wenn er zu dir nicht kommt und zu dir sagt, in einem brennenden Dornbusch, geh nach Ägypten und befrei mein Volk. Ey, sei doch froh, dass er das nicht macht, Mann. Sei doch froh. Dann weißt du, er will, dass ich einfach weitermache mit dem, was ich jetzt tue und dass du das so gut machst, wie du kannst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass uns zu Psalm 37 gehen. Wir cruisen da nur kurz vorbei. Psalm 37. Psalm 33, Entschuldigung, doch 37. Da steht: Schau, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Das ist gleich Vers 1. Beneide nicht die, welche Böses tun. Schau mal, die leben nicht für Jesus und die sind schön reich und berühmt. Solche Dauben, nüssgeistlich. Und ich lebe hier gut mit Jesus und alles und ich komme zu kurz. David sagt, halt, stopp, diese Denkungsart ist total verkehrt. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vielleicht glänzen die äußerlich, aber wir wissen aus Prediger, Kapitel 1, Vers 2, Eitelkeit, Nichtigkeit, das ist alles schön. So ein super Sportschlitten, der ist spitze, bis du ein paar Mal gefahren hast und dich daran gewöhnt hast. Man gewöhnt sich an alles, wer hat es schon gemerkt? An fast alles. Aber an gute Sachen gewöhnt man sich ziemlich schnell.
an seinen, an einen guten Lebensstil und so weiter, gewöhnt man sich ziemlich schnell. Wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Also das klingt total unspektakulär. Wohne im Land, ich meine, hallo, das ist ja wohl das Leichteste von der Welt, oder? Wir ziehen ja nicht ständig um. Hüte Treue, das heißt, sei verlässlich, sei eine zuverlässige Person. Sei heute und morgen und übermorgen dasselbe. Sei eine berechenbare Größe. Das ist alles. Ja. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Du kommst also doch nicht zu kurz, wenn du mit dem Herrn gehst. Dauert vielleicht ein bisschen länger als bei anderen. Aber ich garantiere dir, wenn du mit dem Herrn gehst, dann öffnet er dir Wege, die an dir ansonsten verschlossen bleiben würden. Er weiß, wie man Menschen zufriedenstellt. Er hat sie nämlich erfunden. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Schau, du weißt nicht, wo das beste Haus steht. Du weißt nicht, wo das beste Auto steht für dich und so weiter. Du hast keine Ahnung, wo du das beste Geschäft machst und so. Das weiß nur der Herr. Und der Herr kann es eben so fügen, dass dich das im richtigen Moment trifft, dass dir das begegnet. Darauf musst du vertrauen. Und das macht er dann, wenn dein Leben um ihn kreist. Und nicht um anderes, was anderes. Nicht um dich und deine Bequemlichkeit. Na, im Leben kommt es nämlich nicht so sehr darauf an, was du willst, sondern auf das, was der Herr will. Er positioniert dich, ohne dass du das vielleicht groß merkst. Er hat den Adam positioniert. Was hat Adam tun können, dass er im Paradies aufwacht? Gar nichts, gell? Er hat Abraham positioniert. Er hat gesagt zu Abraham, verlass zu dem reichen Geschäftsmann Abraham. Also ich bilde mir ein, dass der schon damals wohlhabend war, denn alle in dieser Stadt waren ziemlich reich. In Ur in Chaldea hat er gesagt, geh nach Kanaan und zieh dort umher. Kanaan, wo ist es? Zeige ich dir schon. Geh einfach nach Westen. Go West, young man. Was mache ich dann da? Sage ich dir schon. Also gut, wenn du das sagst, will ich los. Das war der erste Schritt, den Abraham gemacht hat. Der musste nach Kanaan aus bestimmten Gründen. Mose hat er positioniert. David hat er positioniert. Den Johannes den Täufer, der kam auch nicht auf die Welt, weil er wollte, sondern weil der Herr ihn positioniert hat. Na, und Jesus natürlich selber und die Jünger ganz genauso. Und da musst du einfach drauf vertrauen. Okay. Puh. Im Johannesbrief lese ich das, also ich teile euch das einfach nur mit. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22, da heißt es, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil, sag mal, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Denn du kannst dich ja fragen, wie habe ich meine Lust am Herrn? Wie geht es? Wie habe ich meine Lust am Herrn? Es ist nicht unbedingt eine positive Emotion jeden Tag. Ein ständiges Verliebtsein, versteht ein romantisches, das ist zu wenig. Der Mensch ist nicht so, dass er das ewig durchhält. Verliebtheitsgefühle und so weiter für jemanden, für den er überhaupt nicht sehen kann. Du kannst Gott ja nicht sehen. Wie liebe ich also den Herrn? Wie habe ich meine Lust an ihm? Naja, indem du dich ihm zuwendest, im Gebet natürlich, völlig klar, dass du ihn also einlädst in dein Leben immer wieder, in die Dinge, die du tust. Das nächste ist, dass du sein Wort anschaust, damit du nachvollziehen kannst, wie er denkt. Ist alles nichts Neues, haben wir schon tausendmal gehört. Und dann, dass du das tust, was du gehört hast. Denn da ist der Knackpunkt. Du kannst hören, so viel du willst, wenn du es nicht tust, kannst du das alles vergessen, ist als ob du es nicht gehört hättest. Das, was du vom Wort Gottes gehört hast und dann umsetzen tust in deinem Leben, das ist, was dir die Bahn ebnet. Ist das, was den Heiligen Geist aktiv werden lässt, als deinen Beistand. So hast du deine Lust am Herrn. Er muss jeden Tag eine Rolle spielen in deinem Leben. Und manchmal sage ich euch, es ist nicht so, dass wir das begeistert machen. Manchmal haben wir mehr Lust dazu. Aber es muss trotzdem so sein. Denn schau, du hast immer Kinder, ob die dir jetzt gefallen oder nicht. Du bist immer verheiratet, wenn du das bist. Ob du jetzt die totalen Hochgefühle erlebst oder nicht, versteht ihr? Dann musst du irgendwie jeden Tag dich mit diesem Sachverhalt beschäftigen. Ist einfach so. Okay, jetzt lass mich vielleicht, weil sich die Gelegenheit als günstig erweist hier, sagen, was?
Wie führt Gott? Wie bringt der Herr dir Führung? Ich habe da 9 Gedanken für euch. Erstens, er führt uns natürlich durch sein Wort. Mose hat das Wort Gottes empfangen, die Apostel haben das Wort Gottes im Neuen Testament empfangen. Und Josua, der Nachfolger von Mose, der sollte, Josua Kapitel 1, Vers 4, 5, 6 und so, er sollte Tag und Nacht darüber nachdenken. Er sollte das Wort Gottes ständig im Kopf haben, er sollte das vor sich hin murmeln. Das ist bestimmt auch gut für uns. Dass wir vor allem die Verheißungen Gottes im Kopf haben und wissen. Dass wenn wir krank sind, wir wissen, hey, wir haben einen Blutbund mit Gott. Jesaja Kapitel 53, er trug unsere Krankheiten, unsere Schmerzen hat es auf sich geladen, diese Dinge, die müssen hier übergehen in Fleisch und Blut. Die musst du glauben, das muss irgendwann einmal zünden bei dir, damit es was wird. Du musst, um diese Verheißungen überhaupt glauben zu können, musst du die natürlich erst einmal in deinem Kopf haben. Und dann müssen sie in dein Herz hineinsinken und das tun sie dadurch, dass du darüber nachdenkst, dass sie dir wichtig sind. Sei noch da. Okay. Gott führt dich durch sein Wort. Unspektakulär, du kannst sein Wort jeden Tag aufmachen. Er hat es in Druckform dir vorgelegt. Dann führt er dich durch seinen Geist. Samuel. In der Düsternis des Tempels, versteht er, als Samuel im Bett liegt. Er steht auf und rennt rüber zum Eli. Hast du mich gerufen? Aber Eli schläft schon. Als Samuel ihn schüttelt, sagt er, Samuel, geh wieder nach Bett, was willst du denn? Ja, aber hast du mich nicht gerufen? Und irgendwann merkte Eli, hey, der Herr ruft den im Tempel. Weil die sind im Tempel, weißt du? Wenn du nur mal die Stimme hörst, wenn dich nur mal diese Stimme Samuel ruft, dann sagst du, sprich Herr, dein Diener hört. Und das war der Anfang der Prophetenlaufbahn des Samuel. Zu Samuel hat Gott geredet mit einer hörbaren Stimme. Wäre doch super, oder? Wenn er jetzt auch in einer hörbaren Stimme reden würde. Wenn er uns erscheinen würde, wenn es klopfen würde. Und der Herr steht vor der Tür und du sagst, Herr, alles klar. Das heißt, Gott macht solche Dinge hin und wieder. Aber nicht mit jedem. Und er macht die vor allem mit Leuten, die Propheten zum Prophetendienst berufen sind. Und diese Propheten, denen passiert sowas auch nicht, damit die gut unterhalten werden, versteht ihr? Damit es spannend ist, dass wir so ein gutes Zeugnis für ihren Vortrag bei den Geschäftsleuten im Chapter haben oder irgendwie sowas. Sondern es kann sein, dass der Herr zu denen kommt und über andere mit denen redet, aber nicht über sie. Seid ihr noch da? Weil es eben mein Dienst ist und nicht denen dient eigentlich. Und bei manchen Sachen, wisst ihr, transportiert der Herr die Erkenntnis einfach in dein Herz hinein. Da muss der Herr dir gar keinen Engel erscheinen lassen. Irgendwann, nachdem ich ein halbes Jahr Christ war, wusste ich, dass ich zum Prediger berufen bin. Das wusste ich einfach. Es war eine Erkenntnis, die ich plötzlich hatte. Wenn Gott mir in einem Engel erschienen wäre, dann hätte es keinen Unterschied gemacht. Versteht ihr? Wenn der Herr mir persönlich erschienen wäre und gesagt hätte, ich will, dass du predigst. Ich wusste es auch so. So, der Herr kann dir also diese Erkenntnis, die er dir übermitteln will, kann er dir ins Herz hinein beamen. Das kann er machen. Aber er macht diese Dinge relativ selten. Wer hat es schon gemerkt? Für diejenigen, die das nicht gemerkt haben, erscheint euch der Herr immer wieder mal, oder was ist los mit euch? Nee, das ist relativ selten, okay? Und dann gibt es noch eine dritte Art, und pass mal auf, das ist die Art, die der Herr tagtäglich benutzt. Weisheit. Das hat er bei Salomo gemacht. Salomo hat ein Problem betrachtet, hat darüber nachgedacht, und der Herr hat diese Gedanken, die der Salomo über das Problem aufgewendet hat, die hat der Herr mit seinem Geist gelenkt und befruchtet, dass da Lösungen dabei herauskamen. Salomo hat zum Schluss als der Problemlöser seiner Tage gegolten. Weisheit. Weisheit bedeutet, du hast ein Problem und du sagst, Herr, danke für dieses Problem, das ist dafür da, dass ich es löse. Sag mal mit mir, Probleme sind dazu da, dass ich sie löse. Kein Problem ist unlösbar. Der Herr hat die Antwort. Das musst du in deinem Herzen verankern. Denn Probleme werden kommen und dann sind die dafür da, dass du sie lösen tust. Und der Herr will, dass du die so überwindest, dass du hinterher ein gutes Zeugnis darüber hast. Du wirst niedergedrückt und du sprengst den Stein in der Kraft des Herrn. Und das ist dann was, worüber sich das Reden lohnt. Preis dem Herrn. Okay. Es kann also sein, dass der Herr dir ein Problem gibt und auch eine Antwort gibt. Sag, das ist dein Problem, löse es, okay? Einen Willen Gottes dir irgendwie mitteilt. Dann musst du immer noch bei der Lösung dieses Problems Weisheit benutzen. Du musst immer noch denken. Was meine ich konkret? Ich habe gestern gelesen, zufällig habe ich gelesen, Richterbuch, Kapitel 18 bis 21, also die letzten paar Kapitel. Und vor allem in Kapitel 20 ist mal was aufgefallen. Da war es also so, dass
in Kapitel 18 eine Gruppe von, die männliche Bevölkerung eines Dorfes in Benjamin, einer Stadt namens Benjamin, also in Benjamin, im Stamm Benjamin, die hat einen vorbeireisenden Leviten und seine Frau bedrängt. Okay, die wollten die alle beide vergewaltigen. Vor allem den Mann. Und dann ist es eine dramatische Nacht geworden. Die haben meine Frau zu Tode vergewaltigt, diese Leute in Benjamin. Es hat sich in Israel rumgesprochen. Ganz Israel ist wie ein Mann aufgestanden, hat, ist zu Benjamin marschiert und hat gesagt, rück diese Menschen raus. Benjamin hat gesagt, mache ich nicht. Dann haben sie sich die Messer gewetzt und sind aufeinander losgegangen. Sie haben vorher den Herrn gefragt, die Israeliten, sollen wir gegen Benjamin Krieg führen? Ja. Wer soll, sollen wir loslegen und losschlagen? Und der Herr sagt, ja. Und dann legen sie los, die Israeliten gegen die Benjaminiter. Und wisst ihr, was passiert? Diejenigen, die das Wort bekommen haben, schlag los und besiegt Benjamin, die werden vor Benjamin geschlagen. Am ersten Tag, die kommen heim und sind total fertig. Herr, du hast uns doch das Wort gegeben, wir sollen kämpfen und jetzt sind wir besiegt worden. Tausende von unseren Leuten sind besiegt worden. Sollen wir wirklich? Sie haben nochmal gebetet. Sie haben noch einmal eine Antwort bekommen. Ja, ich will, dass ihr kämpft. Am zweiten Tag kämpfen sie wieder. Sie sind im Willen des Herrn. Sie wissen, es ist der Wille Gottes, dass sie hier Benjamin zur Rechenschaft ziehen für diese Schandtat, die sie da gemacht haben. Und sie werden wieder geschlagen. Diejenigen, die das Wort Gottes haben, hört mal zu, die gehen unter. Diejenigen, die das Wort haben, gehen unter. Das ist eigentlich unerhört. Sollte nicht passieren. Sie kommen auch am zweiten Tag zum Herrn, weinen vor dem Herrn, ja, und opfern und sagen, Herr, was machen wir nur falsch? Sollen wir irgendwas anderes machen? Sollen wir nochmal losziehen? Und der Herr sagt, zieht los, morgen gebe ich ihn euch den, gebe ich den Benjamin in eure Hand. Und dann passiert was. Am nächsten Tag zücken sie nicht mehr einfach ihr Schwert und schreien los, Gott mit uns, und rennen auf den Feind zu und werden niedergemetzelt. Sie fangen an zu denken. Sie besinnen sich auf Strategie und Taktik. Sie benutzen Weisheit, sagen wir Weisheit. Sie rennen nicht mehr mit dem Wort einfach los, versteht ihr, dass der Herr ihnen gegeben hat und man besiegt, sondern sie wenden jetzt Weisheit an. Sie denken nach, wie könnten wir diese Stadt besiegen? Und dann kommen sie darauf, hey, wir könnten einen Hinterhalt legen. Wir locken die aus der Stadt raus, die Soldaten, und dann kommen wir und nehmen die Stadt ein und dann sind sie abgeschnitten von der Stadt. Und so weiter. Versteht ihr? Die fangen an, sich einen Plan zurechtzudenken. Die überlegen eine Lösung für ihr Problem. Obwohl sie das Wort vom Herrn haben, ihr werdet Sieg bekommen, es ist Sieg über euch beschlossen, ich werde euch nicht fallen lassen. Hier, ihr seid im Willen Gottes mit diesem Kampf und kämpfen wir sie mal. Die unangenehme Sache eigentlich. Aber ich bin bei euch, ich helfe euch. Sie mussten trotzdem, sagen wir trotzdem, das Problem begutachten, evaluieren, darüber nachdenken und sich einen Lösungsplan ausdenken. Als sie den dann implementiert haben, ihren militärischen, strategischen, taktischen Plan hier, hat es funktioniert. Plötzlich haben sie an einem Nachmittag Benjamin radikal besiegt. So radikal, dass sie fast den ganzen Stamm ausgelöscht haben. Das war dann auch wieder zu viel. Haben sie dann Buße getan hinterher drüber. Aber mein Punkt war der, du kannst das Wort Gottes haben und dann blind, verstehst du, loslaufen und sagen, Gott ist mit mir und dich töricht verhalten. Kann sein, dass du dann doch nicht gewinnst. Kann sein, dass der Herr zu dir sagt, komm Petrus, lauf auf dem Wasser und du das nicht mit Weisheit machst und dann gehst du doch runter. Wisst ihr, was die Weisheit für Petrus war? Nicht auf Wind, nicht auf Wellen zu schauen, sondern auf den Herrn zu schauen. Denn der Herr, der hat ihn rausgezogen aus dem Wasser wieder und dann sind sie zusammen zurück, quasi Hand in Hand. Das war wichtig. So, wenn du ein Problem hast, okay, und du weißt ja, wenn du hier in die Gemeinde gehst, weißt du, Gott hat Sieg über dich beschlossen, seine Gnade, seine Kraft ist für dich da, ist abrufbar, du musst nur beten und er hört dich. Das glaubst du, das hast du verinnerlicht, das weißt du, deswegen bist du gut drauf und nicht ein Trauerkloß den ganzen Tag. Dann dürfst du dir trotzdem das Denken nicht schenken. Dann dürfst du dir das Denken nicht schenken. Du musst immer noch weise sein. Ich denke mal, das ist ziemlich gut. Wow, Mann. Und nur was. Ich werde das nächste Woche noch mit einem anderen Beispiel ein bisschen weiterbringen. Ich werde nächste Woche noch mal ordentlich über diesen Sachverhalt predigen. Denn ihr stellt fest, ich bin heute nicht
so tief eingestiegen, wie ich eigentlich wollte. Ich werde nächste Woche noch über Esther und Haman und so weiter predigen. Ich möchte aber Folgendes noch uns mitteilen. Gott segne dich mit Einfluss, mit Mitteln zu einem bestimmten Zweck. Und es ist nicht, damit du das leichteste, schönste Leben hast. Es kann gut sein, dass der Herr ein Maß von Leiden von dir erwartet. Zum Timotheus schreibt der Paulus, leide mit als ein guter Streiter Christi. Ja, kann sein, dass du in manchen Dingen Verzicht üben musst. Manchen Dingen einfach Angriffe wie Wasser an dir abperlen lassen musst. Wisst ihr, das ist eine der angenehmen Seiten am Kampfsport. Ja, du kannst Leute nach Herzenslust vertrümmern. Du musst nur bereit sein, schau dann auch vertrümmt zu werden. Und wenn du dich entsprechend angestrengt hast und so, dann hast du genug eingesteckt und hinterher bist du dann nicht mehr so empfänglich für Schmerzen. Wenn es dann einmal draußen ein bisschen der Wind weht und es ein wenig regnet, dann sagst du nicht, oh, ich kann jetzt nicht raus, muss jetzt drin sitzen bleiben, sondern du sagst, ach, Regenschirme sind erfunden worden. Du wickelst dir den Schal rum, ziehst deinen Mantel an und gehst hinaus. Ja, dir zieht's fast. Ja, die Haut von den Knochen vor der Kälte. Wenn du den Mund aufmachst, dann schlackern die Backen vom Wind. Aber du gehst hinaus, weil du einfach abgeheitert bist und willig bist, ein wenig zu leiden für die gute Sache. Oh, preis dem Herrn. Du bist ein Segen. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein und nicht, weil du so großartig bist. Ich sage das nochmal, ich weiß, das ist kein Kompliment für dich, aber wisst ihr was, das ist mir egal. Der Einzige, der wirklich großartig ist unter uns, ist Jesus. Und die anderen, hey, wir sind froh, wenn wir über die Runden kommen und er uns gelten lässt, preis dem Herrn. Na, er segnet dich mit Einfluss und Mitteln und so weiter zu einem bestimmten Zweck, um ein Segen zu sein. Er erhört dich und er bringt dich voran, er fördert dich, er tut alle diese Dinge für dich. Aber er hat immer einen Hintergedanken. Er will, dass du das, was du hast und tust, für ihn einsetzt. Und wenn dann ein Moment der Krise kommt, dann will er, dass du den Mund aufmachst und Position für ihn beziehst. Deine Mittel für ihn einsetzt. Nicht wie Pharao dich verhärten tust. Mit Pharao nahm es kein gutes Ende. Pharao hatte das Wort Gottes. Pharao wusste, was Gott von ihm wollte. Was hat er gesagt? Nein. Manchmal hat er gesagt, ja, also gut. Wenn er wieder mal abgewatscht worden ist, dass die Schwatte gekracht hat. Versteht er, mit allen möglichen, hat er gesagt, ja, Mose, jetzt kannst du gehen. Kaum waren sie bereit zu gehen. Doch nicht. Es gibt Christen, die sind genauso. Ist nicht wirklich befriedigend, fragt den Pharao. Denn wenn du dich nicht einsetzen tust, schau, dann wird Gott sein Reich durch andere bauen und er wird dich übergehen. Das wäre wirklich schlecht. Kann er machen. Hat er in der Vergangenheit oft gemacht. Wenn wir uns nächste Woche noch genauer anschauen. Für heute müssen wir ein Ende finden. Wir schauen also nächste Woche noch ein wenig genauer in diese Sache. Mein Zweck ist wirklich, dich ein wenig leidenswilliger zu machen, ein bisschen abzuhärten geistlich, Probleme nicht immer gleich als Katastrophen aufzufassen, sondern als Gelegenheiten. Und dann wird es was. Amen.